Ja, meine Damen und Herren, ich bin Herrn Präsidenten Zinnaretti sehr dankbar, dass es das heutige Gespräch gegeben hat und diese Übereinkunft, gemeinsam die Kooperation zu vertiefen. Sì, signore e signori, sono molto grato al Presidente Zingaretti per il colloquio che abbiamo potuto avere oggi e per l'accordo appunto di poter approfondire e potenziare la collaborazione. Per me, als am Sonntag erst ins Amt gekommener Bundesratspräsident, ist das die erste Auslandsreise und die nach Italien und dann mit diesem konkreten Ergebnis auch der engeren Kooperation mit Lazio, glaube ich, ist ein Beweis dessen, dass es uns sehr ernst ist, die deutsch-italienischen Beziehungen, aber auch vor allem die Beziehungen der Wirtschaft und der Universitäten, der Forschungsinstitute weiter zu vertiefen. Per me, che sono stato eletto Presidente, che ho assunto l'incarico di Presidente del Bundesrat soltanto domenica, questo è il mio primo viaggio all'estero, un primo viaggio che ha già portato dei successi per quello che riguarda la prevista collaborazione con il Lazio, e questo è una prova del fatto che per noi sono importanti i rapporti non soltanto italo-tedeschi e tra il Lazio e la Sassonia, ma i rapporti anche a livello di economia, di cultura, di imprese, di ricerca. Gehe davon aus, dass wir im Dezember noch diesen Jahres konkret gemeinsam mit Herrn Präsidenten Zinnaretti in Sachsen die Felder der Zusammenarbeit abstecken werden. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Sachsen ist eines der Länder in der Bundesrepublik Deutschland mit der höchsten Forschungs- und Universitätsdichte. Wir haben auf Innovation gesetzt, nicht auf tradierte Industrie, sondern auf neue Technologien. Und wir werden hoffentlich genügend Möglichkeiten auch finden, mit unseren Forschungseinrichtungen europäische Fördermittel auch in Anspruch zu nehmen, um die Arbeit, die wir uns vereinbart haben, auch entwickeln zu können und damit letztendlich diese europäischen Möglichkeiten auch nutzen, sowohl in Europa als auch außerhalb, wie Herr Präsident Zinnaretti es sagte, auf den dritten Märkten. Io credo che già entro dicembre del 2015 noi saremo in grado di individuare concretamente, di stabilire concretamente quali saranno i settori, gli ambiti della nostra cooperazione. Abbiamo in effetti molti punti in comune. La Sassonia, ad esempio, punta molto sulla ricerca o sulle università ed ha veramente una densità di ricerca di universitaria e universitaria molto alta in Germania, tra le più alte della Germania. Noi puntiamo alle innovazioni e alla nuova tecnologia, quindi non alle tecnologie passate, e dobbiamo individuare delle possibilità per poter impiegare e utilizzare congiuntamente i fondi europei a disposizione, e senz'altro dobbiamo appunto cercare di cooperare in questo senso, non soltanto per operare in Europa, ma come ha detto il Presidente Zingaretti, anche per individuare possibilità di cooperazione al di fuori dell'Europa su mercati terzi. Mein letzter Satz. Ich glaube, wir haben einiges an Erfahrungen auch in diese Kooperation einzubringen. Vor 25 Jahren sind wir nahezu bei Null gestartet nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Vor 10 Jahren hatten wir noch reichlich 20% Arbeitslosigkeit im Land und heute sind wir bei 7,5% und einer Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, die noch darunter liegt. L'ultima frase e poi concludo. Credo che noi possiamo veramente dare un valido contributo a questa cooperazione. 25 anni fa, in occasione della riunificazione, eravamo praticamente a un punto zero. Dopo 10 anni avevamo una disoccupazione del 20%, oggi abbiamo una disoccupazione del 7,5%, la disoccupazione giovanile è ancora sotto questo livello. Und die Wirtschaft hat gerade in den letzten 24 Monaten beim Export, der schon damals hoch war, nochmals um 14% zugelegt. Wir liegen jetzt bei 37% Exportquote unserer sächsischen Wirtschaft, was davon zeigt, dass sie international wettbewerbsfähig ist.
Un ultimo cenno per quello che riguarda i risultati economici. Negli ultimi 24 mesi abbiamo avuto un ulteriore aumento della quota delle esportazioni, un aumento del 14%. La nostra quota di esportazioni ammonta adesso al 35%, e questa è una prova del fatto che del nostro orientamento internazionale. Also deswegen freue ich mich auf die Partnerschaft mit der Region Lazio und mit Präsident Zinnaretti. E quindi ancora di più sono felice di questa cooperazione con la Regione Lazio e con il Presidente Zingaretti. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.